Bevor das Sonntagsvideo losgeht, noch eine kleine Information. Am 7. Februar 2023 beginnt mein Let's Play von Hogwarts Legacy. Schaltet dann unbedingt ein, um nichts von diesem Let's Play zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Shield Wall auf meinem Kanal. Julius Caesar ist zurück und muss dieses Mal wieder hier in Europa auf einem der Schlachtfelder kämpfen, diesmal gegen Griechen und Gallier gleichzeitig. Die Griechen sind irgendwo dort hinten in den Wäldern, die Gallier haben dort hinten die Stadt und die Stadt hat etwas ganz Besonderes. Denn in dieser Stadt sind Katapulte, die auf alles und jeden schießen, der sich hier auch nur annähernd bewegt. Da sehen wir schon, der erste Stein kommt geflogen und der macht ordentlich Schaden. Da muss man ziemlich aufpassen, dass die Armee nicht komplett getroffen wird. Wenn der Stein über den Boden gleitet, dann ist es noch in Ordnung, dann macht er nicht so viel Schaden. Aber sollte unsere Armee mal direkt getroffen werden, dann ist es eigentlich so gut wie vorbei. Während die sich da vorne jetzt bereits bekriegen, können wir uns ganz heimlich rumschleichen durchs Unterholz und bereits dieses kleine Dörfchen hier einnehmen, was wir hier hinten sehen. Denn wenn da keiner ist, dann gehört es wohl auch niemandem. Also momentan gehört es noch den Griechen. Aber jetzt wird es bald uns gehören. Und dann bekommen wir auch schon mehr Gold als die anderen. Und darüber bin ich ziemlich froh. Das heißt, die Flagge gehört jetzt uns. Und wir können direkt zur nächsten Flagge vordringen. Wir holen uns jetzt aber noch schnell den Standartenträger, damit der immer schon hinter uns herläuft, wo auch immer er gerade stecken mag. Da ist er. Und schon seine Standarte aufleveln kann. Und jetzt wollen uns die Griechen stellen. Und da kommt direkt der Katapultstein angeflogen. Aufpassen. Der ist zum Glück von der Felswand abgeprallt. Wir laufen einen kleinen Bogen und laufen praktisch vor den Griechen einfach weg. Denn wenn wir die Flagge hier haben, dann haben wir hier einen Truppenstandort. Wir müssen nur aufpassen, dass die Steine uns nicht allzu viele Männer kosten. Nein, Standartenträger, geh doch ein bisschen zurück. Stell dich doch nicht in die vorderste Reihe, Herr Standartenträger. So, jetzt haben wir den Punkt eingenommen. Das heißt, sie haben keine Chance mehr. Wir holen uns den Speerwurf. Und wenn sie zu dicht kommen, dann hagelt es aber Speere. Zack! Oh nein, da hat der Stein uns aber richtig getroffen. Jetzt hat das Katapult uns im Visier. Aber egal. Die Griechen sind gerade das Einzige, was uns interessiert. Und wenn wir sie besiegt haben, dann gehört uns hier dieser Punkt zu 100%. Nein, Alexander der Große ist doch noch da. Besiegt ihn doch endlich. Wir holen uns unser erstes Standarten-Upgrade und ich wurde volle Kanne getroffen. Diese Katapulte, vor denen muss man sich echt in Acht nehmen. Folgt mir. Wir nehmen Punkt D ein, an der Kreuzung. Auch übrigens der letzte Punkt der Griechen. Das heißt, sollten wir diesen Punkt haben, haben sie keinen Punkt mehr, wo sie respawnen können. Aber das wissen sie wohl und deswegen haben sie ihre Armee bereits wieder aufgebaut. Also zieht euch kurz zurück, Männer. Wir haben auch gerade fast kein Gold mehr. Wir brauchen mehr Gold für mehr Männer. Vielleicht sollten wir mal die Burg angreifen. Wir greifen die Burg an, denn wenn uns die Katapulte gehören, was wollen die anderen uns dann noch entgegenbringen? Okay, Männer. Wir sind etwas wenig, aber wir können es schaffen. Schildkrötenformation. Ah, hat nichts gebracht. Folgt mir. Ist egal. Ist alles egal. Greift das Tor an. Greift das Tor an. Dabei aber immer noch die Schildkrötenformation. Denn das minimiert unsere Opfer während des Angriffs. Los, los, los. Schlag das Tor kaputt. Oh, Mist. Da hat der Stein natürlich voll reingetroffen. Weil wir alle auf einem Haufen standen. Los. Ja. Haben wir das Tor? Ja, jetzt haben wir es. Greift an. Greift sie alle an. Und ich kümmere mich so lange schon mal um die Flagge. Sehr gut. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt alle her. Die Flagge muss schnell eingenommen werden. Sobald die Katapulte uns gehören, schießen sie uns nicht mehr ab. Und dann können wir die Schlacht gewinnen. Achtung! Holla, die Waldfee. Jetzt aber, los, 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 los. Nehmt die Flagge ein. Solange ich nicht getroffen werde, ist alles gut. Einer muss nur überleben. Ja. Die Flagge gehört gleich uns. Wunderbar. Wir haben die Festung. Die Katapulte sind jetzt offiziell auf unserer Seite und schießen auf die Griechen und die Gallier. Wir haben, das ist tatsächlich auch unser letzter Punkt. Die anderen Punkte wurden gerade eingenommen. Aber das ist erstmal egal, denn diese Festung ist strategisch ziemlich wichtig. Sobald wir den letzten Gallier haben, gehört sie auch hundertprozentig uns. Sehr gut. Okay, dann hoffe ich mal, dass das Tor bald wieder repariert ist. Denn es ist ziemlich ungünstig, eine Festung zu haben, wo ein Loch im Tor ist. Dort vorne sind nämlich schon die Griechen. Und die sind sehr, sehr damit bemüht, neue Truppen heranzuschaffen, um uns dann wahrscheinlich auch zu besiegen. Aber den Spaß gönnen wir ihnen nicht. Wir werden jetzt erstmal unsere Stellung stärken, indem wir Punkt C einnehmen. Denn so kann das nun wirklich nicht weitergehen. Dass wir hier nur einen Punkt haben, das ist ja unglaublich. Deswegen können wir uns jetzt einfach schon mal einen Punkt gönnen.
denn unsere Katapulte schießen auf die Gegner und supporten uns hier richtig schön. Während ich diese Flagge einnehme, wollte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr diesen Kanal gerne abonnieren könnt, wenn ihr mehr Shield Wall sehen wollt, denn 98% meiner Zuschauer sind tatsächlich keine Abonnenten. Deswegen bitte ich euch kurz, den Abo-Button zu drücken und dann danke ich euch. Wartet, Punkt G wird eingenommen. Unsere Festung. Zurück, Männer, zurück. Wenn die Festung fällt, dann war unsere ganze Mühe umsonst. Los, 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 wir holen uns nochmal Upgrades, wir holen uns größere Armee. Zack, hier nochmal mehr Gold pro Minute. Das wäre ja zu schön, ne? Wenn jetzt unsere Festung uns einfach weggenommen wird. Was soll das denn? Los, 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 nein, die Griechen. Es sind die Griechen und sie haben die Festung eingenommen. Unsere gesamte Arbeit umsonst. Und das Tor geht zu. Und also alle unsere Männer werden von Katapulten getroffen. Nein, die Griechen. Warum nur? Aber das werden sie bitter bereuen. Das werden sie bitter bereuen. Dort vorne stehen sie und machen ihre komischen Tanzübungen. Aber gleich wird die Faust der römischen Streitkräfte sie vernichten. Zack, rein da, Männer. Zeigt ihnen, was wir Römer drauf haben. Achtung! Alles rein. Besiegt sie. Wir sind mächtig. Wir sind das römische Reich. Tötet jeden. Es sind zu viele. Es sind zu viele Griechen, die sie da in ihrem Lager haben. Ich pumpe neue Römer nach. Wir waren gerade eben die stärkste Streitmacht. Jetzt sind wir die schlechteste. Wir haben nur noch einen einzigen Punkt, den wir ganz knapp halten können. Nur 7 Soldaten auf unserer Seite. Und ich befürchte, das wird's bald gewesen sein. Es sei denn, wir können die Festung zurückerobern. Was aber so gut wie unmöglich scheint. Oh, hier ist noch ein Grieche, der zurückgeblieben ist. Den haben wir aber. Okay. Nein, unser letzter Punkt wird gerade eingenommen. Unser letzter Punkt wird gerade eingenommen. Es sieht aussichtslos aus. Wenn wir diese Flagge jetzt nicht erobern, dann war es das fürs Römische Reich. Los, los, langsam, aber sicher. Achtung, der Stein fetzt immer noch auf unsere Leute. Das ist traurig. Wir waren so mächtig und jetzt ist das alles, was von unserer Armee übrig ist. Unsere gesamte Existenz hängt an dieser einen Festung. Okay, wir sollten sie vielleicht erstmal etwas länger halten, bevor wir hier wieder rausstürmen und warten, bis alle Tore repariert sind. Das war ziemlich fahrlässig von uns. Wann ist das Tor hier wieder heil? Das Tor hier ist wieder repariert, das ist schön. Und das ist mit dem anderen Tor. Wir dürfen jetzt kein Risiko mehr eingehen. Wenn jetzt hier plötzlich die Gallier, die jetzt hier tatsächlich die ganze Karte hier beherrschen, wenn die jetzt plötzlich hier reingestürmt kommen, dann war es das für uns. Okay, das Tor hier ist noch nicht repariert. Und das muss erst geschehen, bevor wir weitermachen. Es sei denn, ich pass auf und stürm doch nochmal raus. Okay, wir müssen immer auf gefährlichem Fuß leben hier. Denn ansonsten gibt es hier kein Wachstum. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt niemand unsere Festung angreift. Dann kann uns auch nichts passieren. Okay, nehmt die Flagge ein. Wir gucken immer, dass da keiner hinten langläuft. Ich weiß nicht, wo sie gerade sind, aber irgendwo werden sie sein. Unser Katapult schießt auch immer noch brav auf sie. Und scheinbar sind sie gerade ziemlich weit weg. Das finde ich gut. Jetzt haben wir nämlich wieder endlich eine voll einsatzbereite Streitmacht. Und wir können nochmal überprüfen, ob unsere Festung in sicheren Händen ist. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Ich werde aber mal zur Sicherheit 5 meiner Legionäre in Ruhestand schicken und dafür 5 Verteidiger holen, die hier die Mauern bewachen und natürlich aufpassen, dass keiner so leicht in die Festung reinkommt. Das finde ich doch schon mal besser. Das heißt, wir können jetzt ruhigen Gewissens uns noch mehr Punkte holen. Dort vorne zum Beispiel sind die Gallier. Und stürmen jetzt hier einfach unseren eingenommenen Punkt. Was soll das denn? So nicht, meine Freunde, so nicht. Wir holen uns nochmal hier Protection Aura. Das heißt, an der Flagge haben wir mehr Leben. Jetzt nehmt die Speere in die Hand. Au, sie haben auch Speere. Los, werft alles rein, was ihr habt. Haben wir nicht mehr Speere? Oh doch, sie haben aber noch. Aua, das hat wehgetan. Also, ich habe nichts gespürt, aber greift an. Los, verteidigt unsere Flagge. Los, 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 los. Unglaublich. Ich hole nochmal ein Standarten-Upgrade, dass wir mehr Schaden machen. Die metzeln ja unsere Legionäre weg wie sonst was, aber wir haben mehr. Denn uns gehört die Flagge. Los, los, alles rauf. Ja, das hätten sie sich so gewünscht, ne? Dass sie unsere Flagge sich hier einfach holen können. Aber so nicht, meine Freunde. Also meine Feinde eher, aber, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der letzte Gallier flieht. Das heißt, wir haben den Punkt hier wieder und werden uns jetzt erstmal Mühe machen, dort hinten den letzten Punkt einzunehmen. Müssen aber immer darauf gefasst sein, dass unsere große Hauptfestung angegriffen wird. Das wäre schrecklich und das dürfen wir auch eigentlich gar nicht riskieren. Wir nehmen jetzt wieder unseren Startpunkt ein und dann sieht das Ganze auch schon wieder besser aus. Dann ist das Kräfteverhältnis wieder auf unserer Seite und jetzt werden wir uns direkt den nächsten Punkt holen. Jetzt machen wir nicht mehr Halt.
Jetzt reicht es mir. Jetzt holen wir uns noch die längere Horn- oder die kürzere Horn-Abklingzeit. Aktivieren das Horn nochmal für ein bisschen extra Gold. Jetzt schleichen wir uns hier rum und holen uns die nächste Festung. Jetzt wird das Römische Reich sich wieder erheben. Wir waren mal ganz unten. Wir standen mit 4 Leuten an dieser Flagge und wussten nicht mehr, was wir tun sollen. Aber jetzt ist das Römische Reich zurück und erobert die gesamte Karte und wird mächtiger als jemals zuvor. Was machen die Griechen gerade, ist die Frage. Was machen die Griechen? Sie haben hier Punkt F. Also sollten sie sich wahrscheinlich irgendwo in diesem Gebiet auch rumtreiben. Ich weiß gerade nur nicht, wo. Wir holen uns direkt aber nochmal ein Upgrade. Und zwar ein Heilungs-Upgrade. Dass wir auch nochmal ein bisschen mehr Leben hier bekommen an der Flagge. Dass alle unsere Leute mehr Leben bekommen. Und, oh, wir kriegen so schön schnell Gold. Und uns direkt auch noch den Gate-Crasher, dass wir Tore schneller zerstören können. Sollten sie mal wieder Anstalten machen, hier unsere Festung einzunehmen. Und dann haben wir direkt auch schon wieder 200 Gold. Okay, jetzt rast das Gold aber. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben so viel Gold, dass wir uns so gut wie alles holen können. Und jetzt ist das Römische Reich eigentlich unaufhaltbar. Wir holen uns hier nochmal eine Flagge, während sie sich da vorne bekriegen. So mag ich das. Immer einmischen und den Vorteil aus den Konflikten der anderen ziehen. Also natürlich nur auf dem Schlachtfeld, nicht in echt. Aber hier klappt es wunderbar. Sehr gut, die Flagge gehört uns. Jetzt greifen die Gallier nochmal die Griechen an und wir können einfach an der Seite vorbeilaufen und uns die letzte gallische Flagge holen. Und dann bleiben tatsächlich auch nur noch die Griechen übrig. Das heißt, wir holen uns die Flagge und dann haben wir auch fast gewonnen. Ich hole nochmal ein paar Upgrades, denn Upgrades sind das Wichtigste in diesem Spiel. Und da erhebt sich die römische Flagge auch am letzten gallischen Punkt. Wunderbar. Folgt mir, Männer. Ich hole nochmal ein krasseres Upgrade für unsere Standarte. Und nun kommt es zur letzten Schlacht zwischen Julius Caesar und Alexander dem Großen. Unsere Katapulte unterstützen uns natürlich auch tatkräftig. Wir lassen es Speere regeln. Wir lassen es Speere regeln. Sehr schön. Ja, die Speere regeln das natürlich und jetzt greift an. Los, wir aktivieren nochmal das Horn, holen uns nochmal eine Standartenverbesserung. Alles rein, was wir haben. Es sind nur Griechen. Keine Römer. Für den letzten Ansturm brauche ich noch mehr Männer. Denn mit voller Kraft müssen wir sie angreifen. Und ich denke, aber ihnen sind auch die Ressourcen ausgegangen. Sie kriegen so gut wie kein Gold mehr. Und jetzt können wir sie uns holen. Macht euch bereit, Männer. Speere hoch. Werfen. Okay, Alexander den Großen höchstpersönlich hier erwischt. Und rein, meine Legionäre. Jetzt haben wir ihn. Zack, alle besiegt. Und jetzt holen wir uns die Flagge. Ey, unser eigenes Katapult schießt uns hier gerade wohl ab. Egal. Jetzt kann Alexander noch machen, was er will. Seine Flagge fällt. Und das Römische Reich erhebt sich. Jeden Moment besiegt sie alle und besiegelt ihr Schicksal. Danke, dass ihr mir bei diesem nervenaufreibenden Abenteuer beigestanden habt. Abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt ein Like auf dieses Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.